Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part oder zum ersten Part des Karrieremodus. Der Sprint to Glory mit dem FC Bayern München in diesem Projekt. Für die, die es nicht kennen, geht es darum, wir simulieren vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2036, also 15 Saisons. Wir simulieren in jeder Folge eine Saison. Ihr seht die Spieler, die wir kaufen in der Zeit. Ihr seht, wie sich die Spieler entwickeln. Das wird interessant sein. Deswegen wird das Projekt hoffentlich sehr, sehr nice bei euch ankommen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, dann macht die 1000 Likes voll, dann weißt du Bescheid, dass ihr Like dann Bock habt auf dieses Projekt. Und dann werden wir das Ganze natürlich auch weiter für euch machen. Ihr könnt gerne auch kommentieren, mit welcher Mannschaft ihr es beim nächsten Mal sehen wollt. Ja, wir werden das gerne mit vielen, vielen weiteren Mannschaften machen. Also schreibt es in die Kommentare. Und die häufig kommentierte Mannschaft werden wir dann auf jeden Fall auch mal dran nehmen, wenn ich alle nach und nach drankomme. Schreibt doch gerne in die Kommentare, welche Spieler ich mir wünsche, welche Transfers sollen wir machen. Ist das ein Top-Talente? Wollen natürlich nur die Besten der Besten, weil ist das am Ende der Karriere. Wollen wir natürlich das beste, möglichste Team aufstellen. Ja? Also gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da für den Algorithmus, unterstütze mich mit wenn ihr das Beste anzeigen könnt. Und ihr habt schon gesehen, einige Transfers, wir haben Lacroix geholt, wir haben, wen haben wir davor geholt? Lost, ihr habt es gesehen, jetzt holen wir auf jeden Fall Nkunku im Tausch gegen Rocca. Nkunku, 24 Jahre alt, 84 Rating, hat um ehrlich zu sein, ich habe nachgeschaut im Internet, irgendwie hat nur ein Potenzial von 87, irgendwie so. Haben wir trotzdem geholt, ich meine, wir haben es mal probiert. Probieren kann man es ja mal, wir werden sehen, ob das Ganze auch gehen wird oder nicht. Und wenn es nicht auch geht, dann ist es halt so. Am wenigsten muss man dazu sagen, einen guten Spieler bei Leipzig weggekauft und den direkten Konkurrenten. Ihr seht es hier noch, wir haben noch Donnarumma geholt, wir haben noch Mbappé geholt. Sonst ist die Aufstellung aber gleich geblieben. Ja, auf den Positionen haben wir Haaland gerade gegangen, wir haben Wurz geholt, Havertz geholt, Musiala geholt, Nkunku geholt, Lacroix geholt, Szoboszlai geholt, Lewandowski haben wir auch am Start, Neuer haben wir auch noch am Start, Adeline haben wir noch geholt, Olmo haben wir geholt, Hartenberg, ihr seht, wir haben einige Spieler geholt, aber in erster Linie geht es jetzt erstmal darum, das habe ich euch gesagt, wir wollen die Spieler natürlich bei den Spielern, die bei Bayern spielen, die Potenzial haben, wie zum Beispiel Sané, die wir machen, die jetzt noch kennen, das sind ja wirklich viele, Hernández, Upamecano, Siebe, die ganze Abwehr ist so gleich geblieben, das Mittelfeld ist so gleich geblieben, die Flügel sind so gleich geblieben. Wir hatten halt nur auf der Stürmerposition, auf der Torwartposition Neuer und Lewandowski. Wir haben Lewandowski und Neuer in der ersten Saison spielen lassen. Ihr seht ja, ich habe ja immer schon eine Saison simuliert. Ihr seht es, wir fangen ja im Jahr 2022 sozusagen an. Erstes Supercup-Spiel, 5:4 gegen Leipzig, by the way, verloren. Und ja, wie gesagt, auf der Torhüter- und auf der Schirmerposition hatten wir halt mit Lewandowski und Neuer zwei Spieler, die halt schon sehr, sehr alt sind, die kein Potenzial mehr nach oben haben. Von daher ja, habe ich mich dazu entschieden, die aus der Mannschaft rauszupacken. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch spielen lassen, aber es wäre halt, es wären halt in dem Falle zwei Positionen einfach verschwendet, wo andere junge Spieler spielen könnten, die auch Potenzial haben. Und in der Sprint to Glory geht es uns halt nur darum, Spieler spielen zu lassen, Spieler zu entwickeln, die halt Potenzial nach oben haben. Von daher ist das, denke ich, so, dass Champions League 2-2 gegen wen auch immer, keine Ahnung, ich habe nie gesehen, das machen. Wenn es ist da hübsch wieder als Nummer. Aber gut, was soll jetzt passieren? 2-1 gegen Inter gewonnen, eben der Rückspiel der Champions League Pokal auf 3-1 gegen Augsburg 6:2 gegen Dortmund gewonnen. Also, ich würde sagen, das war mal ein erfolgreiches Wochenende, Alter. Kann man mal machen. 3:0 gegen Bern, 2-1 gegen Schalke, 3:0 gegen Hoffenheim und 3:0 gegen Frankfurt. Also, das war mal nicht nur ein erfolgreiches Wochenende, sondern ein erfolgreicher Monat hier vor der Winterpause noch kurz. Dann geht es weiter im Januar. Ihr seht es, in Deutschland gibt es ja die Winterpause. Gibt es ja beim letzten Mal hatten wir Manchester City. Da gibt es die Winterpause ja nicht in England, in Deutschland schon. Hier geht es erst am 21. weiter. 2-1 gegen Dortmund. Also die Saison, beide Spiele gegen den direkten Konkurrenten mit Leipzig. Natürlich und Leverkusen natürlich auch gewonnen. Aber ihr seht es, wir haben das 5. oder 6. oder 7. Spiel jetzt schon in Folge gewonnen. 4:0 dann gegen Chelsea. Jetzt das erste Unentschieden gegen Mainz. Da geht aber die Siegesserie direkt weiter. Jetzt die erste Niederlage, zweite Niederlage direkt hinterher. Aber wir haben erst das Hinspiel natürlich 4:0 gegen Chelsea gewonnen. Von daher stehen wir auch hier im
oder nicht. 4:1 gewonnen, müsste auch durchgehen, sie gewonnen sein hier. Halbfinale gegen Barcelona vor Pokal gegen Gladbach. 2:1 verloren, das war für uns dann im Pokal. 2:1 auch in der Champions League gegen Barca verloren, Rückspiel 2:2, das war es damit auch für uns. In der Champions League, im Halbfinale, sind wir also rausgeflogen, das heißt, wir können nur noch die Meisterschaft holen. Ist immer so, wir haben sehr, sehr viele Spiele gewonnen und vielmehr müsste es meiner Meinung nach für die Meisterschaft reichen. Können wir jetzt gleich auch noch sehen. Wir werden übrigens in dieser Karriere auch keine Nationaltrainer ausmachen. Ja, ihr seht, es sind die Meister geworden, 6 Punkte vor Leverkusen, Leipzig, Wolfsburg und Dortmund auf Platz 5. Hier seht ihr die Mannschaft nach der zweiten Saison. Mbappé auf einer 93, Sané auf einer 89. Nicht schlecht. Dieses Jahr, muss ich dazu sagen, hat Sané auch nicht mehr so ein hohes Potenzial. Goretzka auch. Goretzka hat mich voll enttäuscht. Kann sein, dass wir den hier auf die ZOM-Position gepackt haben. Gnabry auf einer 88, by the way. Und dass denn die ZM-Position vielleicht nicht ganz so gefällt. Aber irgendwie, ich glaube, Goretzka dieses Jahr generell nicht mehr so ein krankes Potenzial. Das muss man mal dazu sagen. Aber zu so einer 86 hoch, ein Euro wird auf 2 Punkte gezogen. Die auf der Bank waren Haaland. Musiala wird auch leider hier in dieser Karriere eine große Enttäuschung werden. Das Ding ist, wir konnten Musiala nicht wirklich spielen lassen, weil wir hier zu viele gute Spieler, andere Spieler hatten. Das Ding ist, Musiala hat hier in der Barca-Karriere wieder eine 94 Richards und sonst hat er richtig zu merken, dass sie wirklich einen großen Euro haben. Der wird das sehr, sehr krass werden. Aber dadurch, dass wir hier den nicht spielen lassen, haben wir Musiala vielleicht besser machen. Vielleicht ausgeliehen oder so, weil dann hätte er vielleicht ein bisschen Spielpraxis gesammelt, sich schon mal ein bisschen verbessert und dann wäre vielleicht auch irgendwann in unser Team reingerückt. Davies, muss ich sagen, hat mich auch echt enttäuscht. Davies hat mich wirklich krass enttäuscht hier. Das werdet ihr aber noch in den nächsten Folgen sehen, was ich meine. Wir gehen hier nochmal natürlich die Spieler durch. Ihr seht es, Kimmich auf einer 19 mittlerweile. Geht klar. Kimmich mittlerweile 26 oder 27. 28 oder schon, by the way. Coman auch schon mittlerweile 27, Goretzka auch schon 28, aber schauen wir mal, was noch geht. Aber wir haben auch schon mal was mit Fragen, welche Co. Das war's mit dieser Folge. Wenn ihr euch so gefallen habt, lasst mir gerne gleich in den Müller haben wir auch am Start. Wie immer könnt ihr gerne reinschreiben, welche Mannschaft ihr beim nächsten Mal seht. Ja, in der Sprint, glaube ich, schreibt rein, schreibt mir gerne rein, welche Transfers ihr euch wünscht. Ja, also wenn ihr irgendwelche Wunschtransfers habt, auch in den Kommentaren, lasst mal da alle Blog reinschreiben. Dann wird dabei. Ich werde mich da rein und